Eine Playmassive Produktion. Wichser. Endlich! Wir haben so lange drauf gewartet. Bartek und Ben! Ihr Wichser! Zeit für ein Date, Freunde! Grüninghaus! Habt ihr verloren beim Bett? Was? Habt ihr ja verloren? Hey, was ist Ben hier, meine? Normalerweise, ihr habt uns gedemütigt, ihr habt uns geschminkt und heute seid ihr da. Seid ihr schon bereit fürs nächste Battle oder was? Ja, nein, das ist deine Schuld, Mann. Habt ihr Angst oder was? Hey, Ben, warum hast du das? Wir müssen. Bruder! Bruder! Weißt du, das eigentlich ist? Ich will doch mal die Frage wissen, Mit Zeit, dass es losgeht. Scheiße, er steht auf dem Stuhl! Warte, ich muss nicht mehr. Zeit, dass es losgeht. Okay. Ja. Wir nehmen die Jungs mit. Komm, nimm dir die. Komm mal. Jetzt geht's los, Mann. Du bist fertig, mein Freund. Ja. So, Junge, es ist Zeit, Freunde. Neues Glück, ja. Freunde, da sind wir. Die dritte Staffel ist soeben gestartet von Play Nation TV Battle. Heide Witzka, ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd. Oh, ich hab falsch rum. Das ist auch Curry. Willst du meins auch haben, bitte? Kannst du mir geben? Wollen wir die verlosen? Weil ich meine, das ist vom Gewinner. Ja, das können wir auf eBay jetzt reinsteigern. So, und heute spielen wir ein richtig tolles Spiel. Wir haben auch einen Gast heute, einen Joker. Ja, wir haben in letzter Zeit viel mit Gästen gemacht. Aber für wen ist denn der Joker? Ja, sehr parteiisch. Also das Amt des Battle-Komitees hat entschieden, dass das Loser-Team ja, einen sehr erfahrenen jungen Mann kriegt, und zwar den Marco von Nerdkultur. Ja, sagen wir mal, hallo Marco, komm mal bitte rein, junger Mann. Ja, nehmen Sie Platz. So, und wer... So, endlich mal geballte Kompetenz so, hier. Ja, das endlich habt ihr auch mal eine Chance. Ne? Ja, aber eigentlich bin ich ja Filmkompetenz. Ja, da macht nichts. Du kennst dich mit Gaming nicht so viel aus? Doch, es geht. Ah, ich habe ja lange bei der GameStar gearbeitet, arbeite theoretisch immer noch bei der GameStar. Vielleicht entpuppt er sich nachher als Joker für uns. Ich habe mehr Videospiele gesehen als gespielt. Das ist das Problem. Okay, so, ja, Curry und ich, ey, wir müssen mal ganz kurz noch Resümee ziehen. Erstmal der Einspiel, Leute, ihr müsst schon sagen, war der Hammer, ne? War geil. Wir haben echt, also Tatort ist nichts dagegen, ganz ehrlich, ey. Zwei Monate haben wir dran gedreht, ne? Zwei Monate. Nur an dieser eine Szene, jetzt der Einlauf gerade noch live, ne? So, und jetzt haben wir hier noch, live genau, jetzt haben wir noch hier unseren wunderschönen Pokal, ja, den haben wir endlich mal überreicht bekommen, nach einer längeren Zeit, eine Schande war das! Ja. So, und jetzt, okay. Leute, folgendermaßen, auch mehr als verdient, ne? Wir spielen heute ein Spiel, das heißt Zitate erraten. So, da wird der Sascha, der ist heute leider nicht als Moderator dabei, in der Regie sitzt da. Sascha, sag doch mal was. Hallo. Hey, genau. Sascha. So, der Sascha wird gleich Soundfiles abspielen. Dort werden dann bestimmte Passagen aus Videospielen genannt. Ja, also da wird zum Beispiel einer sagen, Number 9 CJ, das ist natürlich das andere, das Big Smoke. Ja? So, und das Ding ist, wir müssen alle natürlich dafür sorgen, ne, dass wir das Zitat erraten. Aber wir haben ja diese hochqualifizierten Buzzer, die ihr auch immer in den Kommentaren gefordert habt. Und sobald wir diesen Buzzer betätigen, ist das Team dran. Wir haben den Hendrik als Notar dabei. Wir haben super viele Leute dabei, die alles hier abchecken. Deswegen, alles wird legitim sein. Dazu muss ich noch mal ganz kurz erklären. Also, Markus ist jetzt neu im Team und wir müssen das jetzt so machen. Das heißt, wir sprechen uns gleich ab. Ne? Also, wenn jemand die Antwort ultimativ weiß, dann einmal draufknallen. Aber wenn ihr euch nicht sicher seid, das klappt bestimmt super. Können wir ja nochmal dann uns kurz die Rücksprache halten oder so und dann rauf, nur wenn wir sicher sind. Ne? Aber kurze Frage, man hat maximal 5 Sekunden Zeit, danach zu antworten, okay? Okay, ja. Sonst ist unfair. Ja. Und wenn ihr das nicht wisst, kriegen wir noch einen Punkt. Oder machen wir das ohne? Wie ist das, Sascha und Vladi? Kriegen die dann einen Punkt, wenn es falsch ist? Nein. Okay, okay. Okay. So, also das Team mit den meisten Punkten gewinnt, logischerweise. Dann würde ich einfach mal sagen, Regie, Sascha? Das ist mein Name. Also das ist jetzt Punkt, da muss man einmal kurz sagen, ist ja neue Staffel, ist ja, alles neuer null. Stand, 0-0. Es gibt wieder dieselbe Regel, und wer zuerst 10 hat. In der ultimativen Gesamtwertung steht es jetzt 1-1. Ja, aber also wer zuerst 10 Minigames, sag ich mal, gewonnen hat, der hat diese Staffel auch gewonnen. Genau, ne? So, und es wird noch 38 weitere Staffeln geben. Und das wird überhaupt keine Überraschung, wer das sein wird.
So, und noch eine kleine Sache. Ach, wir haben so viel zu organisieren. Noch eine kleine Sache. Es wird bald ein Video auf diesem Kanal kommen. Wer sich an den Start der zweiten Staffel erinnert, der weiß, dass der Ben und der Patrick uns sehr, sehr gedemütigt haben mit der Schminkerei. Ja, genau. Sehr gedemütigt haben mit der Schminkerei. Und der Curry und ich haben uns da was überlegt, ein extra Video, was Schönes, ne? Zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier sitzen, bestimmt heute noch kommen wird. Ja, also haltet den Channel aus. Ich sag nur S-Salami, aber ihr werdet mehr dazu sehen. S-Punkt-Salami. Ja, cool. Okay. Du hast nichts zu lachen. Ist das schon so was? Geiles okay. Video, aber... Dann würde ich sagen, los geht's, Sascha. Wahnsinn, Freunde. Okay, pssst. Oh. Los geht's. Wenn sich die Geschichte auch nur an jeden Tausendsten von uns erinnert, wird die Nachwelt erfahren, wer wir waren und was wir getan haben. Nein! Können wir zuerst. Nein! Battlefield 1. Nein! Mann, ich wusste es auch. Scheiße. Ja, Mann. Ich spiele das. Und ist richtig? Battlefield 1. Ja, in Level 60. Ja, Mann! Geil! Ich hab's aber nur an der Musik erkannt. Ja, Mann, ich hab's nur an der Musik erkannt. So, im Hören. Ich hab's nur an der Musik erkannt. Ist der Curry. Wir hatten die Leute ja sogar hier sitzen. Gesprochen hat. So. Ey, wir hätten die Leute ja sogar hier sitzen, die das gesprochen haben. Das ist aber echt eine Scheiße, wenn man auf Englisch spielt. Ich hab's nur an der Musik erkannt. Ich weiß nicht, der deutsche Soldat ist ja vom deutschen Text. 1 zu 0, also 100 Punkte für uns. Meinst du auch, dass es im Englischen ist? Ich weiß nicht, war es der deutsche Text? War das gerade der deutsche Soldat? Ja. Dann hätte ich es auch wissen müssen. Ja. Schande. Marco, was ist da los? Das hängt ja schon. Aber ich habe noch nichts gegessen, also wir machen Freunde. Wir ballern direkt den nächsten Spruch aus. Jetzt hätten wir nie aufgehört, ne? Jetzt sind wir aber konzentrierter hier. Okay. Ja, Nico. Dass das Mädchen die Flamme ist, die die Welt entflammen wird. Was habe ich Ihnen getan? Nein! Nein! Ja, was ist das denn, Patrick? Nee, ich bin ganz woanders. Ich war gerade bei The Last of Us. 5 Sekunden sind vorbei, ne? Bitte jetzt antworten. The Last of Us. Nee. Die richtige Lösung nee. Wäre. Scheiße! Bioshock gewesen. Oh nein! War das Dings? Das hab ich auch auf Englisch gespielt. Oder was? Was war Bioshock? So blöd das. Ja, das ist jetzt. Bioshock Infinite. Oh, nein. Aber cool. Hätte man aber nicht sagen müssen. Wir müssen an englischen Texte denken und direkt übersetzen. Okay, okay. Wir müssen uns mehr trauen, das ist einfach so. Marco, das stimmt. Was ist denn da los? Ja, der muss ja erstmal warm werden, Mensch. Ich spiele alle auf Englisch. Oh, okay. Aber bei Battlefield 1 hätte ich vielleicht. Der muss ja erstmal warm werden. Immer mit der Ruhe. Aber gut. Keine Punkte, also wir haben jetzt einfach null. Ne? Aber das ist eigentlich blöd. Das ist eigentlich scheiße. Aber ja, ist jetzt halt so. Wurde jetzt halt beschlossen vom Game Master. Ne? Okay, nächste baller den nächsten Dings raus. Ja, Fabio Capello hat da die entscheidende Rolle gespielt. Mitte der 90er. FIFA 17. Milan. Der Buschmann ist also so FIFA. Schlau. Nein, Mann, das ist Formel 1. Die richtige Lösung ist. Ah, nee, warte mal. FIFA. Ja, Mann, Buschi, Alter! Welches FIFA? War das doch nicht. War das Buschi? Das war von Buschmann. Ja, die haben es doch sogar gesagt. Ja, natürlich. Was. Warum sagen wir das denn nicht? Hat der nicht früher Pro Evolution Soccer gemacht? Schivo! 200. Ich wollte sagen, nämlich die Stimmkombi. Also normalerweise bei neuen FIFA ist Wolf Fuß und Buschi, aber das war nicht Buschi und Wolf Fuß. FIFA ist doch jetzt die Frage, oder? Sascha? Aber der hat doch gesagt, bei einem Beispiel geht es. Das ist das FIFA-Beispiel, okay. Ja. Ich hab den jetzt nicht rausgehört. Das Ding ist, Curry, traurig, dass du FIFA nicht erkannt hast. Du als FIFA. Ja, Fabio Capello, das ist halt. Doch FIFA ist halt gesagt. Nee, ich hab nicht FIFA gesagt. Der Formel 1 gesagt. Achso, okay. Okay. Ja, nice, Mann. Hau den nächsten raus. Okay. Dennis hat doch geantwortet. Was zu tun ist. Achso. Ich komme zurück und ich bringe jede Flotte mit, die ich finde. Ja. Mass Effect. Ja, das ist natürlich wieder. Ne? Hallo? Regie, seid ihr noch da? Die richtige Lösung ist. Mass Effect. Ja, okay. Was ein Zufall. Ey, wenn da kein GTA-Unfall ist. Ich komme zurück. Ja, okay. Wenn du hast übrigens, lebt einfach in dir. Ne? Ja, klar, wenn du hast gerade übrigens keine Punkte gekriegt. Ne? Du hast jetzt 100. 100, 200. 100, 200. Mich aber daran erinnern, ich bin der Joker. Okay. Das ist okay. Geil, oh, Mann. Das ist super. Okay, Standard. Komm, wir machen direkt weiter. Ja, auch den nächsten raus, komm. Lasst uns nicht das Schwein im Sack kaufen. Lasst euch nicht mit dem Bart im Briefkasten erwischen. In Montageanleitung brauche ich nicht. Overwatch. Nee. Ja. Echt? Ja. Die richtige Lösung wäre. Oh. Half-Strike. Overwatch. Ja! Ben! Alles so Games, die der Ben auch kennt. Danke, danke. Scheiße. Nein. Scheiße. Gut, Joker. Auch das habe ich auf Englisch. Ja, hast du die Sprüche zufälligerweise vorbereitet? Das ist ja immer Unterschied. Ja, ich hab sowas. Ich komme mir wieder irgendwie so vor, als wenn ich dich tun würde. Ich spiel ganz gerne mal auf deutschen Spielen. Ich halte einen Knopf. Overwatch, ne? Okay, aber das okay. Ist mehr, als habt ihr aber verdient. Also 200-200. Ah, Marco zeigt sich von seiner besten Seite. Gibt nicht. So, okay. Gibt okay, nicht. 200-200. Nächster Song. Komm, wir müssen den Pokal mal kurz anfassen. Ja, okay, jetzt. Okay, los. Okay. Was willst du von mir? Was soll das?
Sicher, dass es ein Spiel ist? Du bleibst hier. The Last of Us. Ach nein, ja, das ist Joel. Die richtige Antwort wäre... The Last of Us. Ja, Dennis, man kann sich einfach auf dich verlassen. Man kann zwar nicht immer auf dich zählen, aber einmal kann man sich auf dich verlassen, ey. Ach, diese Stimme, ne? Boah. Es ist einfach mein Vater, Alter. Ja, klar. Okay. Hast du auch immer auf die Fresse bekommen, oder was? Ja. Patrick, Patrick! Patrick, ey! Hat dann die Salami wieder nachgeladen. Komm, einmal Klatsche, komm, einmal Klatsche. War's auch schon so. Ja, okay. So, okay. Machen wir das. Dort steht es 300 zu 200, ne? 300 zu 200. Nice, Dennis, schön. Das Last of Us ist eines der besten Spiele der letzten 10 Jahre für mich. Und ich habe natürlich die Version auf Englisch. Dennis adoptiert dich, spielt man. Okay. Scheiße, Alter. Schau, wir haben was Falsches konzentriert. Rausgesucht. Okay, bereit? Ich weiß, dass ich mich damit an Strohhalme klammere. Aber ich muss jede Möglichkeit nutzen, die sich mir bietet. Und sei sie auch noch so klein. Jo. Das Spiel Hendrik hat deine Freizeit. Das ist unser Joker, Hendrik. Eigentlich? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Eigentlich? Also ich rate es jetzt, ohne das Spiel gespielt zu haben. Life is Strange? Ich hätte Fallout gesagt. Die richtige Antwort wäre ja. The Legend of Zelda Breath of the Wild gewesen. Oh, fuck. Eigentlich, aber wenigstens hat er es probiert, ne? Wenigstens hat er es probiert. Eben, was ist jetzt los? Was machen die denn? Knutsch ihn da oben? Es gibt ja keine Negativpunkte. Nein, nee, deswegen. Es eigentlich kommt ja ich bin immer noch dafür, dass wir Sascha ins Team holen müssen irgendwann mal. Ja. Wir haben immer Nintendo-Fragen. Ruhig, ne? Aber ja, hab ich schon recht, hab ich schon recht. Ja, könnten wir mal, aber das ist ja scheiße. Ja, die wollen jetzt einfach immer draufdrücken. Nein. Du musst es ja zu dem Zeitpunkt hören, was es ist. Das ist ja ganz wahnsinnig. Ja, klar. Okay, los geht's. Okay. Muss ich zwischen einem großen und einem kleinen Übel wählen? Will ich lieber gar nicht. Normalerweise steht aber zu viel auf dem Spiel. Manchmal ist es geringfügig besser, das größere Übel zu wählen. The Witcher 3, oder? The Witcher 3 ist... Yes. Richtig! Ja! Nice, Alter! Ich hab wieder Spiel gespielt, ne? Oh nein! Der Ben ist real, Alter! Der Ben haut raus, bin ich heute. Ich raus? Ich gar nicht. Okay. Ich würde wenigstens gerne auch einen Punkt machen. Scheiße! Dazu muss man sagen, Donnerstag kam ja Best of PNTV, ne? Muss man sich ja, mal angucken. Ja, schön für dich. Ach, das, ja. 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 Yeah. Der guckt zur Beschädigung, keine Sorge. Okay, komm jetzt, komm. Geil. So, wir kommen jetzt Kacke. Zum letzten. Was? Und es wird halt so lange abgespielt, bis irgendwann die Lösung dann oh, schlecht ist. Ach du heiliger okay, Bimbo. Dennis, jetzt, also. Gut, der Braten ist am Öl. Schattrick, okay. Alles schon mal raus, da, Marco. Okay. Das ist wahrscheinlich auch machbar. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Until Dawn. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das ist nicht korrekt. Scheiße. Rise of the Tomb Raider. Scheiße, keine jetzt Ahnung. Das andere Team noch mal Rise of the Tomb Raider. So lange hin und her, bis die richtige Antwort gefallen ist. Rise of the Tomb Raider. Sicher? Ja. Rise of the Tomb Raider? Der andere war Tomb Raider? Ja. Das ist richtig. Nein! Ja! Komm halt die Schnauze! Natürlich jetzt, oder? Ja, Mann, ey, Mann. Ich antworte wenigstens zwei, glaube ich. Ne? Sie war's im ich ersten, hab dir das doch was gesagt. Ja, oh, geil, eine Antwort in 1000 Jahren. Raus mit dir! Ist wieder die Dings ja. Scheiße, ey. Genau, ja. Super, super. So, habt ihr gewonnen, ne? Haben wir echt den Joker ausgepackt hier, ne? Hammer geil, Leute. 1-0. Es ist der Wahnsinn. Ich hätte nicht damit gerechnet, ne? Ja, so ist dann halt. Wenn man was riskiert, dann kann es auch so kommen. Ne? Wir hätten eigentlich, also was ich in Curry ins Ohr gesagt habe, wir hätten eigentlich richtig asozial spielen können. Wir hätten jedes Mal machen können und hätten sagen können, weiß ich nicht. Weil ihr dafür, also eigentlich hättet ihr für die Bestrafung natürlich einen Punkt kassieren müssen. Und so etwas. Das hat jetzt leider nicht sein sollen. Ne? Ja, haben wir aber dann nicht gemacht. Kannst du ja auch mal sagen, ne? Ja. Sag doch mal jetzt. Richtiger Sportsmann. Ja, dann sage ich mal, der Start der dritten Staffel ist ja super gelungen. Wir sehen uns wieder nächsten Dienstag. Immer um 17 Uhr kommt hier PlayNation Battle. Morgen am Mittwoch kommen die neuen Gaming News. Oder Entertainment News. Am Donnerstag gibt es dann eine wunderschöne Toplist. Am Samstag gibt es dann, am Freitag kommt bald auch irgendwas Scheiße, versprochen. Ey. Am Samstag haben wir, was haben wir denn am Samstag? Talking Games und am Sonntag, also der Marco ist ja nicht umsonst hier, ne? Der ist ja wegen Talking Games hier. Und am Sonntag kommt Kommentare lesen oder sowas. Macht's gut, Leute. Tschüss!